Nach 2 Jahren unermüdlicher Arbeit setzte Harriet Backer 1892 ihre Signatur unter das Bild Taufe in Tarnum. Heute gilt das Gemälde als ihr Meisterwerk. Die Taufgemeinde ist im Begriff, die Kirche zu betreten. Die Komposition ist höchst originell. Der Betrachter steht in der Kirche mit dem Rücken zum Altar und schaut nach draußen. Die perspektivische Wirkung ist erstaunlich. Aus dem dunklen Innern wird das Auge unmittelbar zum Hintergrund gelenkt, wo sich die eigentliche Handlung abspielt. Die Frau mit dem Täufling auf den Armen betritt die Kirche. Die Bewegung wird weiterhin betont durch die auffallende Figur im Vordergrund, die sich der Taufgesellschaft zuwendet. Die Farben glühen in dem halbdunklen Kircheninnern, den nur spärliches Licht erhält. Im Gegensatz zu dieser gedämpften Atmosphäre erscheint die geöffnete Pforte wie ein unabhängiges kleines Freiluftgemälde. Das glitzernde Sommerlicht ist mit lebhaften impressionistischen Pinselstrichen eingefangen. Die Figuren sind nur roh skizziert, doch die Ausführung ist überlegt. Nichts ist zufällig, obgleich es so erscheinen soll. Die innere Spannung dieses Bildes entsteht durch den Kontrast zwischen dem hellen Tageslicht und dem gedämpften Licht, das durch das für uns nicht sichtbare Fenster auf der linken Seite in den Innenraum fällt. Die Kirche von Tarnum ist ein schöner, gut erhaltener Steinbau aus dem Mittelalter mit bemaltem Holzgestühl aus der Zeit des Barock. Harriet Backer begeisterte sich stets für alte Innenräume, die etwas Geheimnisvolles ausstrahlen. Man sieht das an ihren berühmtesten Bildern. Mauerwerk und Holzarbeiten, bemalte Oberflächen und abgetretener Holzfußboden, das alles wird durch das Spiel des Lichts in schöne Farben getaucht. In funkelnden Reflexen spielt die äußere Natur auf den Gegenständen im Inneren. Plein air in Innenräumen, nannte die Malerin ihre Methode. Harriet Backer genoss eine gute Ausbildung, die sie 1863 als Gouvernante abschloss. Das war die höchste Stufe der Ausbildung für eine Frau zu jener Zeit. Doch sie wollte Malerin werden. Mit 19 Jahren ging sie nach München, um weiter zu studieren. Dieses Foto entstand 1878, in ihrem letzten Jahr in Deutschland. Im Münchner Künstlermilieu begegnete sie anderen Malern und schloss Freundschaften fürs Leben. Ihr junger Lehrer, Eilif Petersen, malte ein Porträt von ihr kurz bevor sie nach Paris umzog. Die Palette auf dem Tisch zeugt von dem Beruf der Dargestellten und hebt diese Arbeit aus der allgemeinen bürgerlichen Bildnismalerei etwas heraus. Das Spiel des Tageslichts in Innenräumen sollte das Thema werden, mit dem sich Harriet Backer immer wieder auseinandersetzte. Auf dem Bild Blauer Innenraum von 1883 zeigt sich der Einfluss des Impressionismus zum ersten Mal deutlich. Neu ist hier, dass die Malerin dem Licht bei der Entstehung des Bildes die wichtigste Rolle zuweist. Die Farbe wirkt unabhängig von den festen Gegenständen und ist in funkelnden Reflexen durch den Raum verteilt. Der spontane Charakter des Bildes ist jedoch vorgetäuscht. Es ist vielmehr sehr sorgfältig angelegt. Harriet Backer malte nur vor dem Motiv und immer unter denselben Lichtbedingungen, plein air in Innenräumen. Sie lebte 10 Jahre in Paris. Es waren entscheidende Jahre für ihre künstlerische Entwicklung. In Paris teilte sie sich ein Atelier mit ihrer Freundin Kitty Tielland, der Landschaftsmalerin. Die beiden spielten eine wichtige Rolle in den aufgeschlossenen skandinavischen Künstlerkreisen, die damals die französische Hauptstadt unsicher machten. ...1883 malte Harriet Backer dieses Porträt ihrer Freundin. Eins der beeindruckendsten Frauenbildnisse in der norwegischen Kunst. Nicht geschönt, aber voller Würde. Das Bild Zuhause entstand 1887.
Es zeigt eine Ecke ihrer Wohnung. Die Frau am Klavier ist im Gegenlicht gesehen, wodurch ihre Konturen deutlich werden. Die Figur im Innenraum wird von der Künstlerin ganz bewusst nach der Lichtquelle ausgerichtet. Das war für Harriet Backer ein Leben lang die sich selbst gestellte malerische Hauptaufgabe. Der Realismus beherrschte die norwegische Malerei in den 1880er Jahren. Am Ende des Jahrzehnts lag jedoch ein Wandel in der Luft. Das Bild Sommernacht von Eilif Petersen bezeugt, dass die Maler sich nun der Romantik zuwandten. Auch Harriet Backer ließ sich von dieser allgemeinen Reaktion auf den kühl beschreibenden Realismus mitreißen. Das wird deutlich in dem Bild Bei Lampenlicht von 1890. Es gelang ihr, den neuen Vorstellungen gerecht zu werden, ohne ihr eigentliches künstlerisches Ziel aufzugeben. Sie widmete sich weiterhin dem Studium der sichtbaren Natur. Doch jetzt wirft das Licht der Lampe geheimnisvolle Schatten in den ruhigen Innenraum, wodurch die Einbildungskraft des Betrachters angeregt wird. In Taufe in Tannum ist die Lichtführung viel komplizierter. Die Landschaft vor der geöffneten Pforte wird sozusagen ins Innere gebracht, wodurch das freundliche Sommerlicht die ehrwürdige Architektur belebt. Das Licht, das durch die Fenster fällt, schimmert von den blauen Flächen. In dem blauen Band am Hut der Frau erscheint die gleiche Farbe noch einmal und wird dadurch hervorgehoben. Ein beabsichtigter, sehr gelungener Effekt. Die Bibliothek des Herrn Böck ist eins der wenigen Interieurs von Harriet Backer ohne Personen. Stattdessen variiert sie auf höchst raffinierte Weise das Spiel des Lichts in dem bemerkenswerten Raum. Die alten Lederbände und die Rokokostühle treten farblich in einen Dialog. Das Abendmahl in der Kirche von Stange wurde 1903 beendet. Auch an diesem Bild hatte sie jahrelang gearbeitet. Das starke Licht, das in das Kircheninnere fällt, erhält hier eine doppelte Bedeutung. Einmal kehrt Harriet Backer zu ihrem grundlegenden Bildthema zurück, dem Plein Air in einem Innenraum. Doch zugleich deutet das Licht auch auf eine höhere, transzendente Realität hin, die durch den Altar anwesend ist. Letztlich stehen jedoch gedankliche Inhalte dieser Art nie wirklich bei Harriet Backer im Mittelpunkt. Ihre Malerei beschäftigt sich hauptsächlich mit der intimen Erfahrung der unmittelbaren Umgebung des Menschen. Aus dem gedämpften Innenraum der Kirche wendet sich das Interesse wieder nach außen dem Licht und den Farben der Natur zu. Wenn man ganz nah herangeht, kann man sehen, wie sie das malerische Problem löst, diese Erfahrung in farbige Pinselstriche auf einer Leinwand umzusetzen. Mit 75 Jahren war Harriet Backer immer noch aktiv. Hier sehen wir sie mit einer holländischen Haube vor ihrem sogenannten Ewigkeitsbild, einem Stillleben, an dem sie bis zu ihrem Tode im Jahr 1932 malte und das sie trotzdem unvollendet hinterließ. Die Taufe in Tannum kann als ihr Hauptwerk betrachtet werden. Es zeigt, wie sie in den 1890er Jahren bei aller Liebe zum Detail eine Stimmung einfangen konnte und damit zur Vorbotin einer neuen Epoche wurde.